Ja, moin. Heute sind wir wieder am Kartoffelpflanzen. Jetzt war natürlich ein paar Tage schlechtes Wetter. Ist auch noch etwas feucht, aber die melden ja die nächsten Tage wieder so schlecht. Von daher haben wir gesagt, jetzt muss es auch mal weitergehen. Und dann haben wir es mal ausprobiert und es ging eigentlich auch wohl. Ist ein bisschen feucht, aber nicht so, dass man sagt, das ist eine Katastrophe. Also loslegen, weitermachen. Und ja, jetzt sind wir heute Nachmittag angefangen, weil wir heute Vormittag dann angefangen sind zu pflügen. Und dann morgen noch den ganzen Tag, dann haben wir normalerweise 13 Hektar wieder drin. Somit sind wir dann einen ganzen Sprung weiter, dann hätten wir ein Drittel unserer Kartoffeln erstmal im Boden. Sind wieder mit dem M-Damm unterwegs. Also zwei Dämme nahezu zusammengelegt. Erde dazwischen, dass die Kartoffel da auch reinwachsen kann. Und so mehr Raum hat zum Wachsen. Mehr Wurzelraum hat, mehr Feuchtigkeit. Die erste Fläche haben wir jetzt fast drin. Das Vorgewende haben wir extra noch freigelassen. Das pflügen wir dann nachher und dann können wir das reinpflanzen. Das pflügen wir nachher, damit wir mit dem schweren Pflanztrecker nicht drauf wenden müssen. Man kann sehen, die Dämme sind ziemlich gerade. Wir lassen den Lohnunternehmer mit unserer Spur von unserem Spurführungssystem fahren. So können wir im Herbst dann auch damit roden, damit wir das alles aufeinander abgestimmt haben, Pflanzenschutz danach machen können und das bestmöglich passt. So, heute ist hier auch richtig was los. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da hinten ist die Pflanzmaschine. Ich bin hier am Pflügen. Und da stehen die Anhänger mit Pflanzgut, warte, durch das Fenster sieht man es besser. Anhänger mit Pflanzgut, vier Trecker hier auf dem Feld. Richtig was los. Pflügen läuft soweit. Doch, so schockt das. Richtig Attacke. Eigentlich haben wir immer Dünger noch auf die Flächen gestreut. Aber dieses Jahr versuchen wir das mal ohne, also nach dem Pflügen. Und wäre dann auch ganz schwierig nur gegangen, so ein Tag wie heute, wo man dann pflanzen will, weil es wieder schlechtes Wetter ist. Dann kann man nur pflügen und direkt reinpflanzen. Sonst ist es total schwierig, wenn nur hier die Hälfte gepflügt ist. Dann immer ein Stückchen Dünger streuen und so, das ist halt total tüdelig. Deswegen versuchen wir es mal ohne. Ob es clever ist, sehen wir dann im Laufe des Jahres oder im Prinzip im Herbst, wenn die Ernte ist. Für den heutigen Tag sind wir dann endlich mal durch. Hinter mir seht ihr gerade noch den Schlepper mit der Pflanzmaschine. Hier im Hintergrund der Trecker mit dem Pflug. Es ist jetzt Viertel nach neun, 20 nach neun. Reicht auf alle Fälle schon mal für heute. Und morgen geht's weiter. Habt noch einen schönen Abend. So, es ist jetzt der nächste Tag. Wir wollen jetzt mal durchstarten. Es ist jetzt irgendwie gut, Viertel nach sieben, 20 nach sieben. Bedingungen sind gut, hat heute Nacht zum Glück nicht geregnet. Hänger im Hintergrund haben wir gerade schon hochgekippt, dass wir gleich sofort durchstarten können. Pflanzmaschine kommt auch jeden Moment und dann geht's weiter.
jetzt mal einmal gucken, wie tief die Knolle liegt und in was für Abständen. Dazu buddel ich jetzt einfach meinen Damm auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier sieht man es jetzt ganz schön. Ich habe hier mal so einen Ausschnitt aufgegraben und schon einen Zollstock reingelegt. Hier bei so 62, 63 liegt die erste Knolle, dann bei 30 und bei 0 cm. Wir wollen eigentlich die Knolle 30 cm, also immer alle 30 cm eine Knolle liegen haben. Passt hier eigentlich relativ gut, also das ist schon mal passig. Und Knolle Oberkante wollen wir 18 cm, also von der Knolle Oberkante zur Dammoberkante wollen wir 18 cm, wenn man hier das mal sieht. Das passt auch ziemlich genau, 18,5 sind es glaube ich. Also das ist sehr gut. Schon alles fertig, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Auch die Vorarbeit mit dem Pflug und dem Packer, das hat gut geklappt, sagte der Fahrer auch vom Lohnbetrieb, dass das ja gut vorgearbeitet wäre. So, wir pflanzen dieses Jahr das erste Mal mit einem M-Damm. Seht ihr hier gerade schön. Ein M-Damm ist quasi, oder in Kartoffeln werden in ganz normalen Dämmen gepflanzt, habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen. Und M-Dämme sind quasi zwei Dämme zusammengelegt. Ja, also das probieren wir dieses Jahr das erste Mal. Wir versprechen uns davon, dass wir dadurch, dass wir mehr Erdmasse haben, mehr Wasserspeicherkapazität im Damm haben oder in diesem Doppeldamm, in diesem M-Damm und auch die Temperaturschwankungen nicht so hoch sind, da er länger braucht, um sich zu erwärmen oder auch länger es auch länger dauert, sich abzukühlen. Ist im Frühjahr ein bisschen nachteilig, da die mehr Erdmasse sich langsamer erwärmt und somit die Kartoffeln etwas langsamer sind. Aber im Sommer soll dadurch dann der positive Effekt überwiegen. Genau, das probieren wir dieses Jahr das erste Mal aus, besonders bei der Sorte, die wir jetzt einsäen, die relativ lang wächst, so gurkenmäßig fast. Und dann hat die auch ein bisschen mehr Erdvolumen, dass sie reinwachsen kann, dass die Kartoffeln nicht nachher rauswachsen. Genau, und wir beregnen auch unsere Kartoffeln. Das machen wir jetzt seit siebte Saison ist das jetzt, genau. Und durch den M-Damm sollen die Dämme auch nicht so doll abspülen. Kann man sich natürlich vorstellen, wenn ziemlich viel Regen in kurzer Zeit auf die Erde hinabrieselt, sag ich mal, schwemmen quasi die Dämme ein bisschen ab, dass das dann nur noch so leichte Hügel sind und dann wachsen die Kartoffeln an der Seite raus und werden grün. Das könnt ihr sonst auch gerne mal zu Hause ausprobieren, dass ihr einfach mal eine Kartoffel nehmt und die auf eine Fensterbank legt. Dann könnt ihr auch genau sehen, dass wenn man die ein paar Tage liegen lässt, dass die langsam grün werden. Und das wollen wir halt tunlichst vermeiden, weil das halt auch Abzüge nachher beim Werk gibt.